Ja, wir kennen deinen Zauberspruch. Kannst du dir sparen. Boah, jetzt dachte ich schon, ich wäre zu früh gesprungen. So, jetzt kommt. Ist das Ding noch das Nervigste bis jetzt? Wop. Bam! Keine Chance, Miss Rebel. Keine Chance. So, jetzt kommen die Tropfen. Nenn es einfach mal. So, das könnte... Sie könnte ruhig nur aus dem Angriff bestehen. Der ganze Kampf. Es wäre äußerst anstrengend. Boah. Das ist immer so fies, der letzte Angriff. So. Jetzt aufpassen. Nein! Aufpassen! Und jetzt kommt das Letzte. Jetzt kommen wahrscheinlich alle auf einmal. Aufpassen wegen dem Loch am Boden. Oder war das alles? Nö, kommt jetzt noch mehr. Wow! Große... Ey, nein! Ah, das ist so bitter. Das ist so bitter, wenn man in das Loch reinfällt. Nicht nur du hast Angst. So, jetzt kennen wir aber alle Angriffe. Zumindest den letzten kennen wir schon teilweise. Ah, wie lange das dauert jedes Mal. Also so einen Überspringen-Knopf einbauen, das ist eigentlich das Mindeste. Aber, naja. Aber jetzt würde mich eigentlich... Ernsthaft? Nochmal neu starten. Das war jetzt einfach zu bitter. Beim ersten Angriff schon ein Leben verloren. Man könnte das ja alles rausschneiden, aber es wäre ja Arbeit für mich. Und das... Nee. Auch wenn es sich wahrscheinlich auf die Dauer lohnen würde. So oft, wie ich das jetzt schon gemacht habe. You are a match for me. Now that would be a castle of delusion. So, aufpassen. Jetzt kommen die schönen Ringe von außen nach innen. Und von innen nach außen natürlich. Erster Angriff ist kein Problem. Wahrscheinlich hätte ich es jetzt vorhin sogar geschafft, wenn ich nicht in das Loch gefallen wäre. Ich meine, das beim zweiten Mal. Wo ich beim Schaden machen in das Loch unterhalb gefallen bin. Ja, ja, ja. Aber cool klingt tut der Zauberspruch schon. Oder zumindest so, wie sie es sagt. Finde, hat was. So, aufpassen. Ach, ja toll, jetzt. Wir springen. Das war jetzt wirklich ein toller Versuch. Und nochmal. Ach, komm schon. Jetzt muss man doch irgendwo überspringen können. Alle Maustasten gleichzeitig? Nö. Maustasten vor allem. Ich spiele den Controller. So, das wird hoffentlich das letzte Mal sein. Wie lange ich jetzt schon bei der sitze? Ist ja peinlich.
Vor allem, weil sie größtenteils ja eigentlich gar nicht so schwierig ist. So, ich meine, das erste ist sowieso einfach. Da kann man noch einfach ausweichen. Das mit dem Peitschenhieb ist so fies. Wie kann man so schwer ausweichen? Das mit der Wand ist einfach. Ja. Also der Zauberspruch mit der Wand, der gefällt mir am besten. Soweit. Der hat sowas Rhythmisches. So, jetzt stelle ich mich wieder da ein. Das hat immer funktioniert von hier aus. Nein! Ja, funktioniert einwandfrei. Hops, hops, hops. Ja, Gift Chase. So, 2 Sterne habe ich noch. Das muss doch klappen. Der Angriff ist immer noch am einfachsten. Wenn man sich einfach nur bewegen muss. Das schaffe ich gerade noch so. Boah. Und das ist dann immer so fies. Nach dem Tropfen der Angriff. So, jetzt kommt ein ziemlich fieser Angriff. Nein. Hui. Immer von da ganz oben da runterlaufen. Perfekt. So. Kann noch einen Stern verlieren. Das ist doch mal was. So, aufpassen. Immer schön im Kreis laufen und aufpassen. Ach ja, jetzt kommt wieder der Riesenpeitsche. Oh mein Gott, jetzt kommt das. Ach! Komm, das war's jetzt. War's das? Ja! Gewonnen! Der ultimative Kristall. Miserable was dazed. But for how long? Suddenly, Mickey had an idea. What if he launched the rainbow gem at the witch? It might be his one and only chance. Take that! Time seemed to freeze for a moment before the gem burst into a cascade of rainbow light, filling every inch of the tower. No! But I wanted to be the fairest of them all! It was the cruel witch's turn to be trapped and powerless, encased in the spreading light. The terrible spell was broken. Minnie was free at last, and Miserable wilted and shriveled back to her true form. Minnie threw her arms around Mickey, and as he hugged her, he vowed never to let her go again. Aww. Oh, the gem! Mickey! The castle was crumbling, but Mickey couldn't see a way out. What was this? Miserable was helping them escape? Mickey didn't have time to consider if this was another trick. Mickey and Minnie each held onto a broomstick and flew for their lives. Ach, jetzt ist sie auf einmal gut, oder was? Miserable had wisdom enough to know when she was defeated and why that was so. She had learned that there's a magic more powerful than any she had ever used. Mickey and Minnie knew it well, and even after what she had put them through, they shared its secrets with her. Now, Miserable's heart was filled with a different kind of magic. The magic of love. So ein richtig kitschiges Happy End. Und noch kitschiger. Now, where were we? The end. Oh.
Komm, Applaus für den tollen Film. Boah, laues Publikum. Das war's. Ah, jetzt kommt der Applaus. Danke, danke, danke. Oh, ich freue mich so. Ben DePaul, was ist denn das für ein Name? Ich muss jetzt ein bisschen über die Musik drüber reden, weil die wahrscheinlich wieder mir sonst Probleme macht. Deswegen rede ich einfach. Auch wenn ich sehe, so leise schalte, dass man sie kaum hört. Aber, naja. Also das Spiel selber macht schon Spaß irgendwie. Also ist halt doch letztendlich ein Remake von einem uralten Sega-Spiel. Und dadurch halt auch in der Spielweise ein bisschen eingeschränkt, auch wenn es sich ein bisschen verbessert wurde. Aber es ist halt, will sich halt doch ein bisschen dran halten, wie es früher war. Aber so hat es mir ziemlich gut gefallen. Auch wenn das Spiel selber ein bisschen kurz jetzt zum Schluss war. Und was mich auch gestört hat, war, dass die Wege immer so... Gab es immer so 10.000 Wege, wo man nicht wusste, wohin. Und wo jetzt der Bonusweg ist und wo der normale. Das hat mich immer ein bisschen verwirrt, aber trotzdem ein lustiges Spiel. Hat mir Spaß gemacht und so als kleiner Plattformer mit 3D-Elementen macht es auf jeden Fall gut Spaß, das Spiel. Und eine nette Geschichte, auch wenn das Ende ein bisschen kitschig war, oder? Naja, muss ja sein bei einem Mickey Mouse Spiel. Wäre blöd, wenn das kein Happy End hätte. Bin auch gespannt, wie viele Mitarbeiter da überhaupt sind. Weil so viel könnte... Papa, so viel wird es, glaube ich, gar nicht sein. Weil im Prinzip war es ja auch nur die Aufarbeitung von einem alten Spiel. Und das war jetzt auch nicht so das aufwendige Spiel. Würde ich jetzt mal so behaupten. So in den Raum stellen. Hoffentlich erschlägt jetzt keiner deswegen. Ich meine, ich kenne mich ja zu wenig mit sowas aus. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt das aufwendigste Spiel überhaupt ist vom Programmieren her und dem Ganzen. Aber es hat sich gelohnt. So Remakes von den Spielen kommen ja in letzter Zeit gerne mal, auch mit DuckTales zum Beispiel. Das war ja auch ein Remake von einem uralten Konsolen-Hit. Weiß gar nicht, für welche Konsole das war. War das für ein Super Nintendo oder sowas? Könnte sogar sein. Oder NES? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, naja. Weiß jetzt gar nicht, was ich hier noch groß sagen soll. Kann ich das überspringen? Natürlich nicht. Wenn ich schon nicht die Sequenz überspringen kann, kann ich den Abspann auch nicht überspringen. Der Film jetzt danach, wenn das jetzt fertig ist, will ich mir noch kurz das Ritterkostüm anschauen. Weil das habe ich ja jetzt eigentlich freigeschalten. Habe ja mit Mini gerettet, oder? Head of Quality Arrangement Center, keine Ahnung. QA, das heißt doch irgendwas mit Quality. Assessment, es klingt bescheuert. Irgendwas mit Qualität, glaube ich zumindest. Senior Mastering Technician. Okay, haben doch einige Leute eigentlich mitgearbeitet. Wenn man jetzt mal so durchschaut. Aber, naja. Kommt auch immer darauf an, was die Leute machen. Wie viel Arbeit sie sich untereinander teilen. Ich finde das mit dem Kino ein bisschen lustig. Vorne, ganz vorne, so ganz beim Bildschirm vorne, sitzen Chip und Chap, sogar mit der Detektivmütze aus der Serie. Der Chip und Chap Serie. Mickey Mouse und die alle im klassischen Disney-Stil, also Donald mit seiner Marinemütze und Minnie und Daisy mit ihren rosa Schleifen. Sind halt so die Klassiker noch. Goofy mit seinem grünen Hütchen. Sind einfach die Klassiker. Wenn man das jetzt bei Kingdom Hearts zum Beispiel hernimmt, da sehen sie ja ganz anders aus. So vom Outfit her. Sieht man sie ja so überhaupt nicht mehr. Boah, ist das jetzt viel Text. Als ob das irgendwer lesen könnte.
Dadurch, wenn man jetzt im Video schaut, kann man auf Pause drücken. Das ist einfacher. Und weil ich mir jetzt die Homepage merke, fastcompression.blogspot.com, boah, kann sich das mal aussprechen. Forza 1949 bis 2013, Francis Wilson 1952 bis 2013. Ach, da sind zwei gestorben. Ah! Nothing ha, could be perfekt. Left to chance in the jetzt schauen wir noch kurz das. Mickey knew he should leave no task undone. Schau ich mir noch kurz das Kostüm an. Und dann war es das auch schon. So, unsere einzige Statue, die wir jemals freigeschalten haben in dem Spiel. Ritter! Cool. Ja, da kann man da nichts Besonderes machen, ist einfach nur ein Outfit. Ach cool, jetzt steht da in der Mitte eine Statue von Miss Rebel. Sehe ich gerade erst. Königin Miss Rebel, die wahre Meisterin der Illusion und auch fast die schönste. Miss Rebel wird vor nichts Halt machen, um ihre Macht und jugendliche Schönheit wiederherzustellen. Doch, jetzt ist sie nett geworden. Aber dann sage ich einfach mal vor der Statue, danke fürs Zusehen und wir sehen uns jetzt am Freitag schon wieder in dem neuen Projekt. Bis dann, Leute. Ciao.